egal, was die sagen. Der Schlachter ist ein verfluchter Teddybär. Der liebste Kerl, den man sich... Oh, Verzeihung. Bevers wird nicht happy sein, wie du sein Geschäft mit... ...im Fuse. Du hast Karls Aufmerksamkeit. Er ist in der Sweetwater-Brennerei. Irgendeine Idee, was mich da drin erwartet? Er ist so ein Sumpfheini, völlig ballerballer. Was glaubst du, wie der reagiert? Trotzdem könnte es sich lohnen, ihn in der Nähe zu behalten. Keiner kennt das Bayou so gut wie er. Ich schulde dir was, Nicky. Das kannst du laut sagen. Pass bloß auf mich auf. Ich rauch nicht, ich trink nicht, oder wenigstens nicht mehr so viel. Aber Filme sind mein letztes Liebeslaster. Damals als meine Frau, naja, früher ging ich jede Woche ins Kino. Vielleicht ist er hier drüben? Pass auf! Was soll denn das? Oh. Ich sollte wohl mal sehen, das gefällt mir nicht. Alle Hilfe zu spät. Was zum Henker ist denn dein Problem? Das meiste von dem Schwarzgebrannten, den wir verloren haben, gehörte uns. Wenn du versuchst, Barbieri zu linken, würde der eiskalte Scheißer das raus. Heißt, der geht nicht nur dir und mir an den Kragen, sondern auch Mutter, Penny, den Kindern, allen. Nein, dem müssen wir zuvorkommen. Man kann es immer noch auf Burke schieben, verkrüppelter Sohn einer.
Du und Berg, ihr könnt mich am Arsch lecken. Du redest zu viel. Die Destille ist leergeräumt, geputzt und bereit für deine Jungs. Hoffentlich steht sie noch. Meine Jungs sind auf dem Weg. Alles vorbereitet. Der Schlachter ist unterwegs. Zeit, den tollwütigen Hund zu erschießen. Wie hat es Mr. Clay geschafft, dass Thomas Burke, Vito Scaletta und diese Frau namens Cassandra zusammenarbeiteten? Er hat alle eingeladen. Zu einem Treffen in einem alten Plantagenhaus unten im Bayou. Als dann alle versammelt waren, erklärte er ihnen, wie er Marcano zur Strecke bringen will. Lincoln kann sehr überzeugend sein. Die Schießereien liefern, gehe ich nicht mehr so oft raus. Ein schöneres Geschenk als das hier hätte man einem Iren nicht machen können. Prost! Achtung! Was ist dein Problem? Ich könnte in Rente gehen. Was tue ich dann? Hühner züchten? Bei meiner Arbeit in der Bar lerne ich. Whisky. Überall Whisky. Und keinen Tropfen zu trinken. Naja, vielleicht mal ein Tröpfchen ab und zu. Was soll das denn werden? Ich werde gleich Besuch kriegen. Jeden Augenblick taucht Barbieri hier auf. Was, Barbieri hier? Hat er gesagt, und normalerweise quatscht er nicht rum. Wir haben eben telefoniert und ich habe ihm gesagt, ich erwarte ihn hier, um die Sache zu klären. Verfickte Scheiße, Burke. Du kündigst doch dem Feind den Hinterhalt nicht schon an, bevor er... Großer Gott, wenn du alles immer so ernst nimmst, wo bleibt der Spaß? Echt jetzt, was soll schon passieren? Dass wir alle draufgehen. Hey, das könnte sein. Ganz ruhig. Ist nur nicht. Der Schlachter und seine Jungs sind hinter mir her. Sicher? Wenn's einen Vorteil hat, deine Scheißtochter zu sein, dann den, dass ich weiß, wie eine blutrünstige Horde Ithaka aussieht. Ich lock sie mit dem Scheinwerfer beim Wasserturm an. Ich habe im Hof ein paar Fässer verteilt. Mit einer speziellen Spritmischung drin.
Eine Kugel und die explodieren. Darum halt lieber ein bisschen Abstand. Ich nehme die Ithaka vom Kran aus ins Visier. Und du verziehst dich aufs Dach. Und noch was. Wenn du abhaust, niete ich dich persönlich um. Ist das klar? Na dann bis nach der Vorstellung. Hoffen wir es. Alles in Ordnung, Kleine? Wie bitte? Mein Papst fragt, wie es mir geht? Womit habe ich denn plötzlich so viel Fürsorglichkeit verdient? Scheiße, ein einfaches Ja oder Nein hätte gereicht. Links, 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 links! Der Nigger von Berg geht mir am Arsch vorbei. Ich will diesen Iren haben. Kapiert? Den reiß ich so den Arsch auf, dass er sein Leben lang nicht vergisst. Bringt mir diesen Schwanzlutscher und zwar lebend. Ich verpiss mich. Schnappt euch den dämlichen Huren. Hättest dich nicht mit den Iren anlegen sollen. Worte, Arschloch?
gefunden habe. Ich pack dir jetzt ab! Nicht so! Ich gehe in Deckung! Kugeln aufheben sollen. Ein Team aus einem Iren und einem Nigger. Verdammte Scheiße. Hätte nie gedacht, dass ich das noch erleben muss. Was soll ich sagen? Die Welt dreht sich weiter. Der lebt ja immer noch. Sieh an, du humpelst ja immer noch, du Arschloch. Selber Arschloch. Reiß dein Maul ruhig auf. Lang hast du ja nicht mehr. Was denkst du, was wird als nächstes? Du kratzt ab direkt neben mir. Du und dein ganzer Scheißladen. In der Hölle kannst du mir den Schwanz lutschen. Alles okay. Nimm seine Beine. Wir müssen ihn in die Garage bringen. Fette Sau. Wir konnten nie exakt rekonstruieren, was passiert war mit Barbieri. Vor allem, weil sein Leichnam erst Mitte der 80er gefunden wurde. Ein Armeekorps war zufällig damit beschäftigt, Teile des Mississippi auszubaggern. Und da fand man seine Leiche im Kofferraum eines alten Autos. Seine beiden Beine waren so gebrochen worden, dass kaum noch ein Knochen übrig war. Leave thee, thy lone one, to pine on the stem. Since the lonely are sleeping, go sleep thou with them. Bist du schon fertig mit Barbieri? Barbieri? Nein. Bei weitem noch nicht. Bis der krepiert. Das dauert. Was dich angeht. Du bist aufgetaucht, wie Lazarus, persönlich. Mein erster Gedanke war, dieser schwarze Bastard ist entweder der glücklichste Hurensohn, den ich je in meinem Leben gesehen habe, oder einer von denen, die eine magische Anziehungskraft auf Pech ausüben. Ich war mir verdammt sicher, es wäre letzteres. Ich muss zugeben, ich habe mich getäuscht. Dann könntest du ja jetzt anfangen, mich bei meinem richtigen Namen zu nennen. Okay.
Dann nenne ich dich jetzt Lincoln. Das ist lustig. Wir verlieren etwas und reden uns ein, wir müssen die Qualen, die wir erlitten haben, nur an andere weitergeben. Dann vergeht der Schmerz, der sich in uns aufgetürmt hat. Tut er aber nicht, oder? Nein. Tut er nicht. Ich habe mein ganzes beschissenes Leben immer nur gekämpft. Gegen jeden, der daherkam. Auch wenn er mir helfen wollte. Und wohin hat mich das gebracht? Es hat keinen Sinn, daran was zu ändern. Es muss weitergehen. Jetzt, wo du in Irish Point wieder am Start bist, würde ich dich bitten, so viel Kohle wie möglich ranzuschaffen. Diese Marcano-Sache wird nicht billig. Das heißt ja wohl, dass du dann auch einen Teil der Einnahmen willst. So sieht's aus. Kann ich gerade behaupten, dass ich zu denen gehöre, die gern teilen. Aber Geschäft ist Geschäft. Nicky soll sich um den Schnaps kümmern, wenn eine Lieferung kommt, aber das Zeug liefert sich nicht von allein. Du ahnst ja gar nicht, wie viel Schnaps das ist. Geh und red mit ihr. Sie müsste hier sein, wenn sie nicht gerade auf Wachteljagd ist. Ist doch gar nicht Saison. Darum schert die sich doch einen Dreck. Naja. Oh, Scheiße. Entschuldige mich bitte. Ich gehe mal wieder zu Mr. Barbieri. Ich lasse ihn ungern so lang allein. Den Guten.